Die Gemeinde Münchberg in Bayern, genauer Oberfranken. 11.000 Menschen wohnen hier. Ein großer Solarpark mit 7 Megawatt Peak entsteht in der Nähe. Ausreichend für 2.000 Haushalte mit je 4 Personen. Rund ein Jahr nach den ersten Planungen beginnen im Herbst 2009 Arbeiter, das Gelände zu vermessen. Dafür spannen die Vermesser Richtschnüre, die zeigen, wo später die Reihen mit den Solartischen verlaufen werden. Für den umgebenden Sicherheitszaun wird in kleine vorgebohrte Löcher Beton eingegossen. Übrigens die einzige Versiegelung des Bodens, ansonsten bleibt das Gelände unberührt. Entlang der Richtschnüre rammen Arbeiter mit Rammermaschinen Metallpfosten 160 cm tief in den Boden. Auf diesen Metallpfosten stehen später die Solartische, auf denen die Solarzellen liegen. Das exakt waagerechte Rammen jedes einzelnen Pfostens dauert mehrere Minuten und erfordert Konzentration. 3088 Pfosten warten auf die Arbeiter und ihre Maschinen. Anfang Dezember. Das Wetter wird rauer und der Boden immer härter. Auch die jetzt angereisten Monteure sind Kälte gewohnt. Auf die Pfosten montieren sie Längs- und Querträger zu einer stabilen Unterkonstruktion. Schrauben müssen sie mit den bloßen Fingern eindrehen und dabei schnell vorankommen. Um den Strom der Solarzellen nutzen zu können, müssen diese ihren Strom weiterleiten. Und dafür müssen Stromkabel unter die Erde. Die Elektriker fräsen deshalb tagelang mit großen Fräsmaschinen die Erde in schmalen Bahnen auf. Die Stromkabel führen über sogenannte String-Combiner, welche die Stromkabel bündeln, zu den Wechselrichterstationen. Da Solarzellen je nach Sonnenschein einen schwankenden Gleichstrom produzieren, müssen Wechselrichter den Strom in konstanten Wechselstrom transformieren. So wird der Strom für das öffentliche Netz nutzbar. Mit ihren 35 Tonnen Gewicht trotzen die Wechselrichterstationen jeder Witterung. Ganze 7 Stück hebt ein Schwerlastkran an ihre Positionen im Solarpark. Parallel gehen das Rammen und die Montagearbeiten im winterlichen Bayern weiter. Mitte März. Alle Solartische sind montiert. Arbeiter installieren jetzt die Solarmodule auf die Tische. Für sie ist es anstrengend und dennoch Feinarbeit. 3 Monteure arbeiten Hand in Hand, um ein Modul zu verschrauben und anzuschließen. Im Juli und nach fast 30.000 angeschlossenen Solarmodulen ist die Baustelle zum Solarpark geworden. Und gleichzeitig zur Schafsweide. Statt Mäharbeiten gibt es Schafe. Sie sorgen dafür, dass kein hohes Gras Schatten auf die Module wirft. Ein Dutzend Gärtner pflanzt auf einer angrenzenden Fläche heimische Büsche und Sträucher als Ausgleich für die Natur. In einigen Jahren wird alles wuchern und der Park ist ökologisch in die Natur integriert. In Zahlen. Rund 29.700 Module liefern bis zu 7 Megawatt Strom. Und das auf knapp 150.000 Quadratmeter. Das entspricht 25 Fußballfeldern. Der Energiebedarf von bis zu 2.000 Vier-Personen-Haushalten wird so gedeckt.